31. Oktober 1999. Halloween. Es war wohl die grausamste Nacht der Geschichte in GTA 5. Ein Monster wurde erschaffen. In einer Nacht starben 8 Menschen wegen dem wohl schlimmsten Killer aller Zeiten. Ganz Los Santos war in Schrecken versetzt. Nach der Halloween-Nacht am 31. Oktober 1999 verschwand der Killer. Doch er versprach der Menschheit, eines Tages zurückzukehren. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Polizeimod. Wir sind heute als Sheriff iCrimex unterwegs. Leute, checkt auf jeden Fall auch meinen neuen Merch aus. Leute, es ist kalt geworden draußen. Gönnt euch die neuen Pullis, Leute. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt hier direkt erstmal in unseren Dienstwagen rein, weil wir haben heute am Halloween-Tag, Leute, ja, heute ist Halloween in GTA 5, haben wir einen ganz komischen Einsatz hier bekommen. Wir machen nochmal direkt die Sirene an. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, ganz wichtig, Leute. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und schließt euch der Crimex Army an. Wir sind auf der Road to 2 Millionen Abos. Ja, und zwar, Familie Miller hat ihren Hund tot aufgefunden auf ihrem Grundstück. Da müssen wir direkt mal abchecken, was da los ist, Leute. So, hier wohnt Familie Miller. Oh Gott, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh Gott, die arme Frau. Hallo? Hallo, Frau Miller. Oh Gott, die Arme ist total verstört. Hallo. Hallo. Ey, die Arme ist komplett verstört. Wir schauen uns das Ganze mal an hier. Welcher Unmensch tötet einfach süße Hunde, Mann. So, der arme Pudel kann doch nichts dafür. Wir müssen uns das mal hier von... Na, wir schauen uns das mal genau an. Wir werden auf jeden Fall den Täter finden, Leute. Okay, es sind auf jeden Fall keine Einschussspuren, aber Schnittwunden. Also er wurde wohl irgendwie von einer Axt, von einer Machete, von einer Kettensäge, keine Ahnung, von irgendwas wurde der Hund gekillt. Hey, ist auf jeden Fall ganz komisch. Boah, ist auch echt dreckiges Wetter hier draußen in der Wüste, Leute. Okay, wir können jetzt gerade aktuell nicht viel mehr tun, als jetzt uns auf die Suche zu machen, wer das gemacht hat. Wir können ja hier vielleicht mal den Nachbar fragen, der sieht mir hier ein bisschen verdächtig aus. Der sieht auch ein bisschen böse aus, meiner Meinung nach. Hallo? Hallo, Polizei? Sheriff iCrimex, haben Sie hier was gesehen, jemanden? Irgendjemanden, der für sich vielleicht unerlaubten Eintritt auf das Grundstück der Millers gemacht hat, ne? Und den Hund getötet hat. Okay, ich glaube, der war es nicht, Leute. Der scheint auch, der sieht irgendwie so aus, als würde er sein Leben nicht auf Kette bekommen. Hä? Warte mal, seht ihr das Licht da hinten? Sind da Kerzen, die da brennen in der Baracke? Warte mal. Hä? Digga, wer hat denn hier Kerzen aufgestellt? Was ist das denn? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, da liegen Körperteile drin! Und hier sind noch mehr Kerzen! Oh! Oh! Boah! Ey, oh mein Gott! Der Will Be Eight steht hier auch. Das ist das Haus von dem Eight-Killer aus GTA 5. Ist der Eight-Killer etwa wieder zurück? Oh mein Gott, mir wird schlecht, Leute. Wir müssen Beweisfotos machen. Ich brauche unbedingt Verstärkung. Ach du Scheiße. Leute, das ist nichts für schwache Nerven hier. Welcher grausame Typ bringt zuerst den Hund um, bringt dann hier auch noch Menschen um, zerstückelt den hier und stellt auch noch Kerzen auf. Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung, Leute. Irgendwas passiert hier. Ich glaube, der Eight-Killer ist wieder zurück an Halloween. Wie damals vor 20 Jahren. Es wiederholt sich wieder, Leute. Oh mein Gott, alles wiederholt sich. Wir müssen hier unbedingt... Alter, ich habe gerade richtig Gänsehaut am ganzen Körper, Leute. Das ist kein Spaß. Wer steht hier denn? Ah nein, okay, das scheinen hier nur irgendwelche Nachbarn zu sein. Irgendwelche besorgten Nachbarn. Wir müssen unbedingt bei der zentralen Durchsage machen. Ich brauche Verstärkung, Leute. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß hier. Wir fahren kurz zu... Oh mein Gott, heute am Halloween-Abend, wo noch die ganzen Kinder draußen unterwegs sind. Für Süß oder Saures. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bleiben Sie bitte alle in Ihren Häusern. Das ist kein Spaß. Das ist keine Übung. Bleiben Sie bitte alle in Ihren Häusern. Holy moly, Leute, wir müssen hier eine Durchsage machen. Alle Einsatzkräfte sind auch draußen heute. Oh mein Gott, warte, wir müssen mal auf die Uhr schauen. Es ist 16 Uhr. Oh mein Gott, es wird auch bald dunkel. Ich glaube, es wiederholt sich alles, genau wie vor 20 Jahren. Der Killer ist zurück. Ich muss das Gebiet hier durchsuchen, ob ich irgendjemanden finden kann. Vielleicht hier in diesem verlassenen Hotel. Hier ist auch noch mal so eine Baracke. Aber hier scheinen keine Kerzen zu sein. Holy moly, Leute, ich habe gerade wirklich so Gänsehaut. Oh! Runter da oben! Ey, ich habe mich gerade so erschrocken, weil warum steht da oben jemand in dem verlassenen Hotel? Kommen Sie da oben runter! Sofort runterkommen! Holy moly, Macaroli. Da hinten brennen Kerzen. Leute, ich trau mich da nicht rein. Da hinten brennen schon wieder Kerzen. Bei dem Typ, der weggerannt ist. Okay, warte, ich habe da unten was rascheln gehört im Busch. Hä? Hallo? Warum laut? Hä?
Warum laufen die Vögel da hin? Okay, Leute, jetzt wird's ganz komisch. Warum laufen die Vögel da auch noch hin? Oh Gott, Leute, sollen wir reinlaufen und schauen, was da ist? Ich glaube, ich will erst ich gehe erst meinen Kollegen holen, das ist mir zu krass hier. Wir haben da oben auf jeden Fall jemanden gesehen, aber wer treibt sich denn da in die... Ey, ich trau mich da gerade alleine nicht rein. Bin ich ehrlich zu euch. Weil das scheint nicht nur eine Leiche zu sein, da scheint war ja auch jemand. So, warte, wir fahren nochmal zu dem Ort, wo die Kerzen an waren. Warte mal, das war doch irgendwo hier. Bleiben Sie bitte alle in den Häusern heute an Halloween. Keiner geht heute raus, süß oder saures machen. Okay, hier war diese Kerze, hier war der Ort, Leute. Okay, da vorne. Seht ihr den Typen da vorne? Der sieht auch ganz komisch aus. Hallo? Hast du mir was vielleicht zu erzählen? Erzähl mir jetzt besser, was du gesehen hast. Alter, den lass nicht abhauen. So, du bleibst stehen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Hä? Der hat mir eine Seite. Er hat mir gerade wie ein Papier getroppt. Ist das vielleicht Infos für diesen 8-Killer? Für den Massenmörder? Oh Gott, Leute. 17 Uhr, die Sonne geht gleich unter. Wir müssen jetzt aufpassen. Ich will die Gegend hier noch kurz durchsuchen. Das kann doch nicht alles sein. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal in dieses verlassene Hotel. In diesem Hotel hat sich vor 20 Jahren alles zugetragen. Da war der 8-Killer. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Leute, das ist kein Spaß. Was passiert hier an Halloween? Ich hab so Gänsehaut. Oh mein Gott. Ey. Ey. Ey, das ist echt nichts für schwache Nerven. Leute, spielt heute kein GTA 5. Nicht an Halloween. Es wiederholt sich wieder. Wir haben weitere Leichenteile gefunden in einer Baracke und auch wieder diese komischen Kerzen. Es scheint der gleiche Mörder zu sein. Holy moly Macaroni. Okay, Leute, die Wetterverhältnisse haben sich verschlechtert. Es ist auch gleich Sonnenuntergang. 18 Uhr. Bevölkerung bleibt heute in ihren Häusern. Oh, hier ist auch noch eine weitere Baracke. Ich leuchte mal kurz rein. Aber hier scheint nichts zu sein. Es könnten hier halt überall sind hier diese Baracken, ey. Ey, oh mein Gott. Ich werde jetzt schauen nach diesem Typen. Bei dem Hotel, bei dem verlassenen Hotel. Das kann ja eigentlich nur der Killer sein. Oh mein Gott, ich habe gar keine Lust, alles zu durchsuchen hier. Ich will da nicht reingehen in dieses verlassene Hotel. Ich werde die Taschenlampe rausnehmen. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut. Ich will hier nicht reingehen. Ich habe hier vorne schon Kerzen gesehen. Aber ich will erst schauen, ob ich den Typen irgendwo finde. Oh mein Gott. Es ist so unheimlich, Bruder. Leute, spielt nicht an Halloween GTA 5. Wir schauen weiter. Hier scheint alles clean zu sein. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Oh, hier laufen auch schon Ratten rum. Ich habe irgendwie gar keine Lust. Ich habe gar keine Lust, zu den Kerzen zu gehen. Oh mein Gott. Okay. Ja, Leute, stopp. Ja, seht ihr es? Da liegt wieder eine Leiche. Müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch Beweisfotos machen. Aber ich schaue hier gerade noch, ob ich irgendwo den Killer finde. Hier ist auch niemand. Oh mein Gott. Okay, wir werden nochmal zur Leiche hingehen. Hier, wir müssen wirklich alles durchsuchen. Nicht, dass sich der Killer hier irgendwo versteckt. Wir werden ihn aufhalten. Wir werden ihn aufhalten, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, renn. Alter, da ist der Mörder. Alter. Verstärkung. Sheriff Kramix braucht Verstärkung im alten Hotel. Ist mir scheißegal, ich hau hier ab. Ich brauche ohne Verstärkung, gehe ich da nicht mehr rein. Habt ihr den Typen gerade gesehen? Oh mein Gott. Ich brauche unbedingt Verstärkung, Leute. Ich werde erst Verstärkung an vorne. Vorher werde ich da nicht reingehen wieder. Okay, Leute, Verstärkung ist angefordert. Das ist unser Kollege Officer Smith. Steigen Sie ein. Okay, wir werden jetzt zusammen hingehen und den Typen aufhalten. Wir müssen es heute beenden. Wir müssen es beenden, Leute. Oh mein Gott, es ist so unheimlich, Leute. Es ist so geisteskrank unheimlich. Officer Smith, wir gehen jetzt rein. Ich nehme direkt einfach schon meine Shotgun, ist mir scheißegal. Oh, er kommt! Ey, auf den Boden!
Bleiben Sie stehen, verdammt nochmal! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, verdammte Scheiße! Officer Smith, bleiben Sie weg! Oh mein Gott, er kommt! Ist mir scheißegal jetzt! Alter! Oh mein Gott, bleib weg, er hat eine Kettensäge! Oh mein Gott, Digga! Oh! Er rennt uns hinterher, ist ein Wahnsinniger! Wir können ihn nicht aufhalten! Oh mein Gott, was? Warum? Was mit dem Polizist? Officer Smith! Officer Smith, sind Sie auf der Seite von dem Mörder oder was? Er kriegt einfach keinen Schaden. Er kriegt einfach keinen Schaden. Alter. Ich glaube, wir können ihn nur mit Feuer töten. Wir können ihn nur mit Feuer töten, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich werde mich verstecken. Oh! Hey, geh weg von mir! Geh weg von mir! Oh! Was bist du? Was bist du? Oh mein Gott, du hast alle umgebracht. Du bist derselbe Mörder wie vor 20 Jahren. Bleib weg von mir. Ich glaube, wir können ihn nur mit Molotow-Cocktails umbringen. Stirb! Stirb, verdammt! Oh mein Gott, das juckt ihn gar nicht. Du hast alle umgebracht. Aber jetzt ist Schluss damit. Du kannst dich jetzt ergeben. Du kannst dich jetzt ergeben oder sterben. Oh mein Gott, da kommt schon die Polizei. Polizei, bleib weg von ihm! Jetzt, stirb! Oh nein, die Feuerwehr, meine ich, die Feuerwehr. Egal. Niemals wieder wirst du zurückkommen. Niemals wieder wirst du zurückkommen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute, es ist der Tag nach Halloween. Es ist vorbei. Wir haben den Mörder, den Massenmörder aufgehalten. Er wird nie wieder zurückkommen an Halloween. Kinder können wieder sicher draußen rumlaufen und Süßes und Saures machen. Ey, so ein... Lass dein Like dafür da, dass wir den Mörder aufgehalten haben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch ein Happy Halloween. Yo, Leute, noch kurze Durchsage nach dem Video. Ich hoffe, es war nicht zu gruselig, aber ich glaube, etwas Gruseln gehört auch zu Halloween mit dazu. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Special gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Halloween.